Hallo Leute, ich habe hier Slender 2D oder genauer gesagt eine erste Demo-Version davon. Das Spiel ist von Flo. Spielen tue ich es aber heute allein. Ich fange jetzt auch direkt an. Viel Spaß bei diesem Kurzspiel. Karten gibt's nur eine. Schwierigkeitsgrad. Ich nehme normal, ich tramme noch nicht allzu viel zu. Okay, wir sind in einem Wald. Wir spielen einen kleinen Jungen. Mehr weiß ich auch noch nicht. Ich habe mich noch nicht so wirklich damit auseinandergesetzt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir auch wieder Zettel suchen müssen. Wie beim normalen Slender. Und ja, der ist auch schon der erste. So. Auf einem Friedhof sind wir da. Okay. Hier ruht Tobias. Hier ruht Herbert. Okay, ich fühle mich angesprochen. Hier ruht Felix. André. Jan. Florian. Michelle. Und Timon. Ja, schade. Kann man nichts machen. Ich hoffe, ihr hört auch die Hintergrundmusik. Wie bei normalen Slender. Oh, da war er schon. Wie beim normalen Slender hört man auch ja das komische Trommeln. Ah, okay, die Musik scheint er komplett vom normalen Slender genommen zu haben. Sterling, okay. Keine Ahnung, wo ich hinrennen muss. Okay, hier ist wieder Zaun. Hoffentlich finde ich überhaupt noch irgendwas. Die Karte scheint relativ groß zu sein. Habe ich die Orientierung hier auch komplett verloren. Ah, okay. Brunnen. 3 von 6, immerhin. Verlieren oder ich einfach nur so lange hier durch den Wald geistern, bis man alle Zettel gefunden hat. Ich habe mich definitiv mal noch über die Kartengröße beschwert. Ah, okay.
an den ganzen Bäumen. Also man hat im Prinzip überhaupt nichts, woran man sich orientieren kann. Die einzige Möglichkeit, sich irgendwie zu orientieren, scheint ja zu sein, dass man, wenn man es schon mal gespielt hat, sich dann an den Notizen, an den Orten, wo die Notizen versteckt sind, sich orientiert. Irgendwie so eine Kleinigkeit, wenn man sich ein bisschen orientieren kann. Gefangen. Okay, man kann verlieren. Statt ein Zeitlimit zu geben oder sowas. Ja. Okay, soweit von meiner Seite. Eventuell kommen noch andere Parts hiervon. Wenn es euch gefällt, in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal.